Bett. Hallo. Falls ihr das schon gehört habt, dann herzlich willkommen. Ich bin's, Dennis. Ich hasse mein Leben. Mein Name ist Max, hallo. Und heute gibt's ein Triple Review. Ich hoffe, man hört den Ventilator nicht. Ah, shit, I don't know. Ich mach mal kurz ein bisschen niedriger die Stimme. Oder du machst da Fenster auf. Oder ich lasse es, weil draußen sind über 25.000 Grad schon hinter. So warm ist auch wieder nicht. Ja, heute gibt's ein Dreifach-Review, nämlich 1090, 1091, 1092. Wird auch Zeit. Und ich würde sagen, 1090 und 91 machen wir ein bisschen kürzer und 92 dann nochmal länger. Und Max, wie immer mit dem Taschentuch, das ist auch ein richtiger Running Gag. Ja, weil meine Nase mal läuft, ne? Ich würde sagen, das ist Chapter mal aussuchen. Ja. 1090, 92 und 91. Ja, also wir waren halt stehen geblieben, wo gerade der Siege, die Belagerung, anfängt und die fünf Weisen haben mitgekriegt, dass York, die fünf Weisen angerufen hatte, in Wirklichkeit gefangen genommen wurde. Das war ja der Twist am Ende vom letzten Chapter. Und jetzt geht's eigentlich genau da weiter. Ist ja bei One Piece auch nicht selbstverständlich, dass es an derselben Stelle weitergeht, wo das letzte Chapter endet. Es ist so oft so, dass es einfach nur so ein Cliffhanger ist. So 1000 Jahre her, ich habe dieses Chapter 9090 gelesen, ich weiß nicht mehr, was passiert ist, da drin, bin ich ehrlich. Ja, naja, es geht los halt, also Ruffy schnappt sich diese Teleschnecke und redet da einfach rein mit den fünf Weisen und sagt so von wegen, Alter, ist das hier klein auf dem Bildschirm? Ist so ein Handy, was erwartest du? Ja, okay, warte mal, dann vielleicht machen wir jetzt mal doch mal hier. Es verzögert sich aufgrund von Retardedness. Wir nutzen die Verzögerung und checken den Luftdruck des Durstlöschers. Dieses Video ist gesponsert von Durstlöscher. Heutige Geschmackssorte ist Waldmeister. Ja, schmeckt nach Wald. Ich bin dumm. So, Ruffy schnappt sich halt einfach diese Teleschnecke und sagt, hey, das ist der Monkey D. Ruffy, der Mann, der König der Piraten wird. Das ist ein Signature-Spruch. Die anderen denken sich so, Ruffy, was soll das? Warum redest du einfach mit denen? Und er sagt dann so, ja, wir haben alle Vegapunks hier. Wenn euch irgendwie Yorks Leben irgendwie wichtig ist, dann schickt alle diese ganzen Schiffe zurück und so weiter. Und ja, die fünf Weisen reagieren einfach nur darauf, indem sie versuchen, ihn auszufragen, was Ruffy fast gemacht hätte, dieser Dulli. Und bis dann natürlich wieder Robin-chan sagt... Don't tell them, Luffy! God damn, don't show them the eye. Den Durstlöscher habe ich gebraucht. Ja, das ist richtig gut. Ich glaube, nach dem Döner hat das jetzt gerade richtig gut gehabt. Das war türkische Pizza. Ist ja auch dasselbe. Ja, natürlich. Ja. Von morgens ist ja heute auch noch mit. Ja, dazu nehme ich jetzt auch gleich. Also es geht noch so ein bisschen so weiter. Das überspringen wir jetzt mal ein bisschen. Also die... regen sich halt über Ruffy auf, weil er fast denen zu viel Infos gegeben hätte, was man ja in so einer Hostage-Situation ähnlich machen sollte. Und dann sagt halt Saturn nur, beziehungsweise erstmal hören das natürlich alle immer noch mit über diese Transponder-Schnecke da. Auch Kizaru. Und aber auch morgens und ich glaube im Hintergrund Warpool und halt Vivi. Und jetzt ist nämlich das Krasse eigentlich dabei, da habe ich mir eigentlich auch gar keine Gedanken drüber gemacht. Weil du musst ja mal überlegen, dieses quasi, ich nenne sie jetzt mal die Abhörschnecke, wo du einfach mit abhören kannst, die kann ja nicht so eine mega krasse Range haben. Also eigentlich müssen die fast in der Nähe von Egghead sein, ne? Ja. Weil die wird ja wohl kaum irgendwie eine Range haben bis zur anderen Seite der Welt. So. Rein theoretisch hätte auch dann der Rest der Welt zuhören können. Ja, eben. Und das ist ja eigentlich dumm. Das ging nur bei dem Marineford-Ding. Und da war es auch nur so, weil Sabaody relativ nah war. Also, deswegen ging das nur. Dann sagt halt Saturn, drei Sachen müssen sie sichern. Also erstmal die Sicherheit von York. Ja. Die Punk Records, wo halt alle Sachen, die ganze Knowledge von Vegapunk drin ist. Und halt die Power Station, die Mother Flame erschaffen hat. Und dann sagt er, der Rest kann ja geopfert werden, wenn es nötig ist. Ist so Classic Weltregierung-Style. Dann hier, wer war es nochmal? Dobermann, ne? Glaube ich. Dobermann sagt dann, ja, was ist denn mit Rob Lucky? Und da sind auch noch die ganzen anderen Agenten. Und dann sagt er so,
ja, die sind jetzt nicht so wichtig, denkt dran, und jetzt kommt nämlich halt das Krasse eigentlich. Sagen Sie mal. Ich muss jetzt mal durchlesen, chill mal. This year. Naja, ich bin auch nebenbei, also wie gesagt, ich habe das VIT jetzt fast einen Monat ungefähr, durch die ganzen Breaks, die jetzt noch waren. Und weil wir Dullis auch Breaks gemacht hatten. Richtig. Gonna edit that out? Ja, also um es kurz zu fassen, also Saturn ist einfach ein Prick und sagt in dem Fall, dass Menschenleben nicht mehr Wert hat als ein Insektenleben oder irgendwie so einen gleichen Wert hat wie so ein Insekten. Der Typ ist halt genauso schlimm wie die anderen Weltaristokraten. Ja. Und wenn das einem noch nicht klar war, dann spätestens wirklich jetzt. Ich weiß noch so vor Jahren, so nach dem Motto, ja, die fünf Weisen sind nicht ganz so schlimm, so. Die haben halt so, denen geht's halt am Ende des Tages um Ordnung und all so ein Kram, aber naja, also. Eigentlich geht's denen nicht mal darum, denen geht's am Ende des Tages eigentlich nur darum, dass man deren Verschwörung nicht aufdeckt und alles. Ja, und dann York natürlich wie so eine Bitch sagt hier, the five elders have my back und so weiter und so fort und ja. Und dann ist sie irgendwie am ohnmächtig werden. Keine Ahnung. So sieht's irgendwie aus. Ich hab Namia, hat sie einfach geboxt. Ja, zu Recht auch, sehr gut. Und dann immer noch, das sind einfach alle versammelt, man sieht auch Robin und so weiter sind doch da und Stussy und Bonnie. Man war sich ja da nicht so sicher, beziehungsweise nee, Stussy sehe ich nicht, aber Robin und Bonnie. Ich weiß noch, am Ende von 1089, alle haben so spekuliert, okay, warum sieht man Robin nicht, wo ist sie denn? Aber, oder hat einen genatzt, die ist halt trotzdem da. Es ist halt so ein bisschen Chaos, so Lilith ist ein bisschen am Rumweinen, weil halt Chaka und Pythagoras anscheinend wirklich tot sind. Addison ist noch quasi, na, ich will nicht sagen verletzt, aber halt damaged. Ja, because it's a robot. Und, die beiden Vielfraß-Leute, Bonnie und Ruffy, fressen sich voll. Die würden in dem Sinne eigentlich auch gut zueinander passen. Einfach wegen dem Fressen. Beide fressen auch so viel und werden aber nicht dick. Ist auch so dumm. Beziehungsweise Ruffy wird manchmal so richtig dick und richtig voll und dann so ein paar Minuten später alles wieder in Ordnung. Mhm. Wie so ein Cartoon. Dann Rob Lucky ist ein bisschen sass, weil Kaku sich wundert, der irgendwie auch verletzt liegt. Ich glaube, er wurde auch eingefroren, ne? Eigentlich. Vorher. Ja, ich glaube, er wurde zu Stein gemacht. Ja. Wundert sich, was Rob Lucky da vor sich hin murmelt, aber der sagt so, naja, ich rede nur so ein bisschen vor mich hin. Typ ist, wir werden gleich noch sehen, dass Rob Lucky ein richtiger Gigaprick ist. Dann in der Zwischenzeit sieht man ein ganz schönes Bild, die ausgehungerten und gefangen genommenen ganzen CP-Agenten, die er in New York alle gefangen genommen hatte, kriegen Versorgung mit dem Essen und so weiter und danken eigentlich den Strohhüten, obwohl sie die Feinde sind. Dann sieht man noch einen kurzen Überblick, alle Seraphim sind irgendwie so in einer Bubble getrappt. Das heißt, sie haben eindeutig gewonnen gegen die. Wie gesagt, Oda hat es ja alles offscreen. Da kann ja vielleicht der Anime dann noch ein bisschen was dazu hinzufügen. Könnte ich mir eigentlich ganz gut vorstellen. Ich glaube aber jetzt im Nachhinein ist eine gute Entscheidung, dass alles geskippt wurde, weil bei dem Chaos mit der langen Unterbrechung hätte keiner mehr gewusst, was war. Jetzt sieht man auch ein Teil des Grundes dafür, warum die Seraphim auch verloren haben, ist halt, weil der, wie heißt es, S-Snake, also Boa Hancock Seraphim, halt genau dieselben Eigenschaften zeigt wie Hancock, was Ruffy angeht. Deswegen, ich habe immer das Gefühl, dass es mit dem Blut was zu tun hat, so richtig. Ja, also Vegapunk ist auch selber so begeistert, er macht diese seine Notizen. Oh mein Gott, also die Sachen, die Eigenschaften, die vererbt wurden durch den Lineage Factor, sind irgendwie noch mehr als gedacht. Ja. Jinbei macht sich darüber lustig. Jinbei ist auch so schlimm eigentlich. Und dann hier noch der kurze Flashback, dass halt Ruffy auf S-Snake einredet und S-Snake dann so sagt, okay, ich mache es, aber guck mich nicht so an. Denn, ne, you know what I mean, so. That's still a child. Und dann hier auch. Das stimmt, technisch gesehen sind das alles Childs. Nicht Childs, Children. A child. What's worse than a rapist? Boom, a child, no. Ding der. Ja, Atlas hier sagt, wir kriegen es alles wieder einigermaßen auf die Reihe hier. Nur der Frontier Dome
zeigt noch kein Signal. Und dann York grinst rum wie so eine Bitch und sagt, ihr verschwendet eure Zeit, ich habe extra ein Passwort hingemacht, was ihr erstmal knacken müsst. Zorro rast, Lilith rastet deswegen aus. So von hinten haben die so ähnliche Frisur deswegen. Ja, ja, naja. Ja, aber ich habe nicht richtig hingeguckt. Ey, you prick. Und dann ist doch hier wieder Stussy und sagt, 30.000 Marines und hunderte von Schiffe sind um die Insel rum, what the fuck. Wie gesagt, das ist wirklich fast das Dreifache von einem Buster Call. Ein Buster Call hatte, glaube ich, 10.000 Marines und irgendwie so 5 Vize-Admiräle oder so. Hm. Und das sind ja, glaube ich, 9 Vize-Admiräle und 30.000 Soldaten plus ein richtiger Admiral. Plus ein Saturn! Plus ein Elder! Imagine, Imusan wären. Stell mal vor, Ene. Ja. So, und jetzt kommt was richtig Interessantes. Vegapunk will fliehen nach. Fable. Also Elbaf. Ja, stimmt, Elbaf rückwärts ist Fable, das ist halt auch schon nice eigentlich. Fable. Deswegen, ich glaube, es ist mittlerweile eigentlich relativ klar, dass der nächste Arc Elbaf ist. Ja, der nächste Arc wird Marineford sein, von daher wissen wir alle Bescheid. Ja, also, weil Elbaf verbindet richtig gut die ganzen Sachen. Verbindet natürlich jetzt nochmal Hagua de Soul, ja. Shanks, der ja da ist mit seiner Crew. Noch da, das ist ja nicht, wie es später ist. Und dann natürlich Big Moms Background Story, zusammen mit dem König der Riesen, glaube ich, oder der Prinz, Loki, wie er hieß. Sie ist von Elbaf, ne? Nö, die wurde als Kind ausgesetzt. Ach so. Von ihren Eltern da so, ne? Ist auch noch komisch, dass die Eltern normal. Das ist halt so, als ob das. Was ist das für ein. Ich will mir das gar nicht vorstellen, was ist das für eine Geburt gewesen? Nee, am dümmsten ist immer noch Big Mom dann in ihren 30ern oder so, ist dann wieder so. Hot Big Mom so. Und dann später wird sie doch wieder fett. So, als ob sie so zwischendurch so. Sie hat sich so irgendwie da so richtig. War so richtig am Grinden in the Gym. Und dann. Jahre später im Alter dann doch wieder so zugenommen. Doch wieder Diabetes dann. ja. Ja, Usopp ist natürlich auch begeistert, denn das verbindet sich ja ebenfalls mit ihm. Und Ruffy und Usopp machen so einen Freudestanz, weil sie da das mit Elbaf hören und so weiter. Und Stussy sagt so zu Rob Lucky, der natürlich so ein bisschen böse auf sie zuguckt. Weil, ne, sie hat ihn ja ausgenockt. So, und jetzt geht's eigentlich darum, dieser riesen Roboter Vega Force One soll eigentlich dann deren Schiff sichern. Was ich noch hinzufügen muss. Warum haben sie nicht Rob Lucky und Kako wieder betäubt und festgenommen? Ja, wir werden auch gleich sehen, dass das vielleicht ein Fehler war. Vielleicht, ja. Frankie sieht aus wie ein Nachbar. Also der Plan ist halt, die Vega Force One zu benutzen, um dann zur Not abzuhauen. Und natürlich hier, Frankie ist begeistert. Er sagt so irgendwie so, wir können dann einen ganzen Kilometer irgendwie fliegen damit. Vegapunk ist begeistert, unglaublich, so weit fliegen und so weiter. Und dann sagt irgendwie Frankie, ja, it's powered by Cola. Und dann Vegapunk so, what? Cola? Und Atlas sagt, Okidoki. Ja, wirklich okidoki. Wir müssen jetzt hier den Frontier Dome lowern. Und dann sagt aber natürlich York, meine Lippen sind verschlossen, ich sag nichts. Der sagt, York erinnert mich halt immer noch an diese Bitch in der Mirror-Welt bei Katakuri hier, Charlotte Flampe hieß sie, glaube ich. Aber ich finde York viel, viel schlimmer. Eigentlich schon. Ja, also weil die war ja eigentlich nur so ein Kind, die da so nervig war, aber York ist so richtig prick. Und dann alle drei hier so, Allison, Atlas und Vegapunk dann so, wir sind alle Vegapunk, unterschätzen uns nicht, wir cracken jetzt den Code und so weiter. So wie in diesem Film, so die Hacker, die so ganz schnell auf deren Tastatur tippen, so sieht's aus. Ja, jetzt versuchen die quasi, das Schiff zur Rückseite der Insel zu bringen, Barrier zu droppen und Vega Force One vorzubereiten. Ja. Aber nur zu viert, muss man also sagen. Also nur ja, Lilith, also, Ruffy, Bonnie und Frankie sind dabei. Der Rest ist noch im Dome bei Vegapunk.
Ja, Lilith, so, ich bin ein bisschen begeistert, dass du jetzt das erste Mal, dass ich das erste Mal die Insel verlassen kann. Und dann Frankie aber so, das ist jetzt aber nicht gerade, das ist kein Urlaub oder so nach dem Motto. Ich hab das Gefühl, also ohne jetzt, also in den nächsten zwei Chaptern wird es ja so oder so nicht sein, aber ich habe das Gefühl, dass alle bis auf der Original Vegapunk wirklich draufgehen werden. Selbst York. Weiß ich nicht. Kann ich mir gut vorstellen. So, wenn man schon von Lilith sowas hört, so, ja, ich freue mich ja richtig. Ich gehe schon davon aus, dass nur der Original Vegapunk das auch so halbwegs noch überlebt. Das wäre natürlich dann krass, also bei Shaka, ich denke mal, also du weißt ja, das größte Problem bei Oda an seinem Writing ist, dass du nie sicher sein kannst, dass wirklich Charaktere sterben, mit nervt ein bisschen. Deswegen, wenn jetzt Shaka und Pythagoras wieder auftauchen, dann denke ich mir auch so, Alter. Aber ich glaube nicht, also, nee. Glaube ich auch nicht. Ja, jetzt gibt's noch was, das hat auch ein paar Theorien hervorgebracht. Nämlich Jewelry Bonnie ist plötzlich deutlich besser drauf. Sagt sogar, dass Sanji so ein super Dude ist, der fighten kann und ein Koch ist zugleich. Und dann Ruffy wundert sich so, warum hat sich deine Stimmung so geändert und so weiter und so fort. Obwohl du doch letzte Nacht ohne Pause quasi am Weinen warst. Und dann sagt sie, war ich nicht. Manche haben ja wirklich die Theorie, das ist jetzt gar nicht mehr Bonnie, das ist Katharina Devon mit ihrer komischen Frucht. Shut the fuck up. Ja, wir hatten die Flagge gesehen vor Egghead. Aber wie zum Fick soll Katharina Devon so schnell dahin kommen? Ja, das ist eigentlich dumm. Ja, klar, es gibt die Warp-Warp-Frucht von diesem Vaugur, aber ey, ganz ehrlich, als ob das jetzt Oda so macht, dass es zack-zack geht. Ja, glaube ich auch nicht. Also ich bitte euch. Aber alle Leute haben so angefangen, den Bullshit dann zu labern. So, jetzt müssen wir mal ein bisschen schneller machen. Borsalino. Also Kizaru kriegt jetzt den Auftrag auch ein bisschen von Saturn, dass er halt einfach durch diesen Dom oder dieses Laser-Ding da einfach so durchgeht, weil er ja aus Licht ist. Das heißt, er kommt da easy durch. Dann sagt Kizaru, klar kann ich, aber ich muss mich auch erstmal noch um meinen, also Kumpel in Anführungszeichen, kümmern. Und so irgendwie nach dem Motto, er will es dann doch mit ihm aufnehmen und ihn nicht einfach ignorieren. Erstens, weil die dann noch irgendwie so ehrenhaft kämpfen können. So habe ich es jetzt mal verstanden. Aber zweitens auch, weil Sentomaru sonst problemlos diese ganzen Sea Beasts nutzen kann, um dann die ganzen Schiffe zu sinken. Hm. Und dann, ja, Saturn ist überzeugt von dem, was Kizaru sagt. Und jetzt geht es nur darum, finden die raus, wo die Power Station ist. Und die Info haben sie wegen Rob Luki, diesen Break. Und jetzt bereiten sich halt alle vor. Diese ganzen Vize-Admiräle und so weiter und so fort. Alle bereiten sich vor. Das ist so schlimm, so. Alter. Und jetzt geht's schon los. Yatano Kagami. Kizaru fängt an mit Yatano Kagami und macht ja einfach seinen crazy shit. Sentomaru sagt: Bring it on, Onkel. Befehlt dann noch die Pazifista-Units, die ganzen Targets zu eliminieren. Und dann kommt halt Kizaru direkt auf Sentomaru zu. Sentomaru blockt noch ein bisschen was. Dann endet eigentlich so gut wie das Chapter mit dem Cliffhanger, weil Ruffy sagt, oder er spürt, jemand, der ziemlich stark ist, kommt auf uns zu. Ja. So stimmt. Ja, Kapitel 1091. Ich glaube, wir hatten nämlich beim letzten Mal auch die Cover-Story vergessen, aber die sind auch keine richtigen Cover-Stories. Sind diesmal nur so Bilder. Ja, jetzt deswegen. Halt. Also die letzte Cover-Story war dieser eine Scherentyp da. Ah ja, Captain Kuro, genau. Wieso der Name? Ja. Jetzt fangen halt alle an hier, weil Admiral Kizaru quasi vorgerückt ist, als Vorhut fast schon. Jetzt schießen die Kanonen und, Alter, das ist einfach richtiges Chaos. Und dann kommen halt die Sea Beasts, die auch schon anfangen, Schiffe zu versenken. Aber dann sieht man auch schon ein paar von den Vize-Admiralen. Ich dachte zum Beispiel der Typ mit den 8 Mal ein Kinn. Ich dachte ungelogen, dass das Queen wäre am Anfang bei dem Schlag, finde ich ehrlich. Das sieht wirklich so aus wie Queen als Dinosaurier, so. Ja, ja. Hier, dann, wie ist sie nochmal? Doll. Ja, ist Smash. Ist auch am Fighten, Smash, ja. Und dann hier ein paar von den Mark 3, glaube ich, Pazifister, die ihre komischen Laser schießen. Ja, vor allem die ganzen Vize-Admiräle, die noch da drauf und dazu springen, so, das ist crazy. Ich glaube, sie müssen ein bisschen näher ans Mikro. Ah! Ja. Ja. Währenddessen sind die hier am Monitoren, Usopp und so weiter, beobachtet alles.
Alter, ist das ein Chaos. Eckhart ist richtiges Chaos. Das musst du mal so richtig durchlesen und erstmal checken, was zum Fick eigentlich da gerade passiert. Ja, hier, Sentomaru wartet auf ein Squadron von Pazifista und so weiter. Das Problem ist nur, wir werden es gleich noch sehen, Sentomaru hat jetzt nicht mehr so lange die Autorität. Weil, ne, es war ja schon mal so, dass Sentomaru ausgenockt wurde, sodass die einfach seine Befehle überschreiben konnten. Das wird leider gleich wieder passieren. Und ja, Kizaru kommt halt auf Sentomaru zu und jetzt nutzt er irgendeine Attacke, die wir, glaube ich, noch nicht hatten, oder doch? Doch, ich glaube, die hatten wir auch. Gegen Whitebeard, glaube ich, sogar. Ja, oder ich gegen... doch, gegen Whitebeard. Ich glaube, Marco hat es dann im Endeffekt geblockt. War das nicht? Wer hat... Ja, doch, stimmt, Marco hat es geblockt. Ja, Sakane no Magatama ist das halt. Und ja, die betteln halt noch kurz. Es gibt zwischendurch ein Flashback. Ja. Okay, hold on now. Ich muss es jetzt auch mal... Ah, shit. Hold on now. Unterbrechen. Because the other PC is melding itself. With some shit. Damn. Ja. Also während dem Fight gibt es halt ein kleines Flashback, wo man so sieht, wie Sentomaru auch schon so richtig stark ist und einfach so ein paar Bären vermöbelt als Kind. Was hier auch ziemlich krass ist. Und dann sieht man daneben halt einmal Kizaru, Vegapunk, wo er noch diesen riesen Kopf hatte. Und da sieht man halt, die waren halt noch, also die kennen sich schon sehr lange, Sentomaru und Kizaru. Und jetzt müssen sie halt gegeneinander fighten. Und Kizaru erinnert halt ein bisschen daran zurück, aber der Dude ist halt eiskalt, wie gesagt, Kizaru ist halt einfach so ein Psychopathentyp. Ein Typ von ja. Der selber sagt, ich bin nur ein Zahnrad in der Maschine, so, also, what the deswegen ist er vielleicht fast einer der schlimmsten Admiräle. Ja, true. Also am besten ist natürlich Fujitora in dem Sinne. Also mit Abstand eigentlich, dann theoretisch Kuzan, wenn er nicht komischen, weirden Shit mit Blackbeard machen würde. Und ich sag auch mal ganz ehrlich, ich glaube halt, Aramaki hier, Ryokugyo, ist schlimmer als Sakazuki. Weil es wurde schon mal gesagt, sucks off the Celestial Dragons. Also weißt du, was ich meine? Der ist halt so richtig so der, wie sagt man im Deutschen, so der Stiefellecker quasi von den Weltaristokraten. Und Sakazuki nicht unbedingt. Jetzt nutzt er nochmal so eine von diesen schlimmen Attacken, Sentomaru. Aber hat keine Schnitte, denn ich weiß nicht, was Kizaru da macht, aber es ist einfach... Ja, Kizaru hat einfach einen Kamehameha darauf geschossen, ich schwör bei Gott sogar. Und dann Sentomaru fällt halt hin, ne? Deswegen schnappt sich halt. Was eigentlich ein bisschen unlogisch ist, weil ich verstehe immer noch nicht ganz, wie das mit dieser Command-Hierarchie da funktioniert. Er schnappt sich jetzt einfach den Chip und kann ihn benutzen, keine Ahnung. Das Ding ist eigentlich so ein bisschen strange. Gerade eben wurde gezeigt, dass Sentomaru eigentlich über diesem Authority-Chip steht. Deswegen war ich da gerade ein bisschen verwundert. Ja, dann ist ja okay, weil wenn der... Weil wenn du mal nach oben scrollst, ja, dann passt ja. Wenn der ausgenockt ist, dann müsste es so passen. Ich dachte, er hätte jetzt den Chip genommen von Sentomaru. Er hat ja den Chip anscheinend von Sentomaru genommen. Das Ding ist aber, wenn ich es jetzt richtig verstehe, steht Sentomaru trotzdem noch über den Chip-Holdern. Ja, aber er ist ja jetzt unconscious. Unconscious. Also von daher geht's jetzt. Deswegen befiehlt er jetzt leider den Pazifista-Units. Was natürlich jetzt ein Problem ist. Ja. Weil jetzt killen natürlich nicht mehr die Schiffe, sondern die Sea Beasts. Ja, Saturn beobachtet das Ganze und sagt, gib mir ein Update, was die Anzahl der Verluste angeht in diesem Kampf und so weiter. Und dann leider Sentomaru ist finished. Und die versuchen sich jetzt überall mit dem Code knacken. Hier immer noch Atlas, Edison und Vegapunk selber halt. Ja, und Vegapunk ist im Heulen. Ja, so ein bisschen schon. Und dann, ja, York ist immer noch ein Prick. Und jetzt hier, Vegapunk waren die anderen schon. Kizaru könnte wirklich jetzt jederzeit eigentlich, weil er aus Licht ist, einfach easy durch diese Laserbarriere durch.
Jetzt müssen wir ganz kurz gucken. Ja doch, er macht seinen Twitch auch. Ja, warte mal, kommt das als erstes oder das? Ich glaube, die rechte Seite. Ja, stimmt, die kommt immer als erstes, ja klar. Kizaru nähert sich schon allem und bewegt sich da so durch und sagt so die Strohhutpiraten wie nostalgisch. Das ist so schlimm. Mittlerweile sind die hier schon bei der Vega Force One. Ja, zu viert halt Bonnie und Ruffy sind schon wieder am Fressen, haben nicht eben erst was gegessen. Dann Franky und halt Lilith, die hier halt mit der Vega Force One, die da auch schon das Schiff trägt, versuchen abzuhauen. Ja, Kizaru sagt noch die Power Station, die Punk Records und York. Das sind die drei Dinge, die quasi keine Kollateralschäden werden dürfen. Und dann sagt er noch, es wäre nice, wenn man wenigstens alte Freunde auch noch auf die Liste packen könnte. Also Kizaru zeigt wenigstens ein paar Zeichen von Reue und so weiter. Ist nicht so hundertprozentig begeistert von seinem Auftrag. Ja. Und dann sagt er aber trotzdem, Dr. Vegapunks Eliminierung ist unsere höchste Priorität. Und jetzt infiltriert leider Kizaru den Dome. Und jetzt kommt was Schlimmes. Stussy spürt was. Stussy übrigens Smash immer noch. merkt, dass die Taube plötzlich komisch rumfliegt. Die Taube ist auch so schlimm. Ja. Weil die Taube hat den eigenen Anzug und den Hut so. Als ob er so maßgeschneidert mal bei irgendeinem Laden so das angefragt hätte, dass man das für seine Taube macht. Und dann, ja, Rob Lucky will nämlich auf Vegapunk los, um ihn zu töten. Aber anstatt, dass er quasi, ich glaube, das soll es Fingerpistole sein oder irgendwas machen. Ja, Fingerpistole. Dass er das mit Fingerpistole machen will, trifft er halt Stussy, die sich schützend vor Vegapunk stellt. Und deswegen ist sie jetzt verwundet. Alle sind schockiert und so weiter. Genau, Sanji schnappt sich eine Bubblegum und so weiter. Von Nami. Bubblegum, ja. Erstmal Bubblegum schön am kauen. Und jetzt geht's los, der Fight Zorro gegen Rob Lucky. Und Rob Lucky zeigt wieder mal, dass er ein Prick ist, denn er sagt so, Kizaru und ich arbeiten jetzt wieder zusammen und so weiter. Weißt du, so fast hätte so ein Redemption-Arc anfangen können, aber nein, jetzt verdient er es auch zu verlieren. Ja, true. Und jetzt das Ende dieses krassen Chapters. Wir haben nämlich schon ein Problem. Kizaru sieht schon die Vega Force One, die da noch rumrennt. Das heißt, jetzt bleibt keine krasse Chance mehr abzuhauen. Und dann auf der letzten Page. Oh, wir haben uns lange nicht mehr gesehen, sagt Ruffy zu Kizaru. Und bam, Junge, gleich eine Attacke. Und dann sagt Ruffy noch zu Kizaru, wir sind jetzt 100-mal so stark als vor 2 Jahren, Kizaru. Denn das, ne, damals hieß es ja, ich glaube, Shaki hat es gesagt in dieser Bar. Ja, mein Mann, sprich Rayleigh, ist 100-mal so stark wie ihr Rookies. Das bedeutet, er ist jetzt theoretisch fast so stark wie Rayleigh, wenn er das sagt. Und ja, dann 1092, hier haben wir jetzt nochmal eine Cover-Story. Und zwar Jinbei, der irgendwie durch die Gegend schwimmt mit irgendwelchen Fischen. Ja, mit, was mit... Remoras heißen die. Genau. Wir kommen auf... Also machen Sie mal. Halten Sie Ihr Maul. Wir kommen in der Holy Land of Mary Joa. Also wir haben wieder einen kurzen Skip auf was anderes. Ja. Also wir sind jetzt wieder bei Dings. Ah, wir kommen auch da gleich wieder zurück. Denn wir begeben uns ganz kurz auf Mary Joa, weil dort jetzt auch noch was passiert ist. Und zwar so circa einen Tag davor. Dort hat anscheinend jemand die Wand hoch erklimmen. Und zwar Bartholomeus Kuma, die Invincible Slave has returned, so wie es auch von den Pricks gesagt wurde. Ja, also von den, wie heißen die nochmal? Ich weiß nicht, ob das jetzt die Weltaristokraten sagen. Ich glaube schon. Gesagt. Also wenn die Invincible Slave sagen. Ja, okay, stimmt. Also, wer soll denn sonst sagen? Ja, also Kuma wird da schon, also wenn wir ins Unterscrollen, wird er festgehalten, aber... Nur von diesen Dulli-Wächtern? Das ist nichts. Also, die können ihn da nicht festhalten und dementsprechend haben die keine Chance. Also, er befreit sich da ganz easy mit seinem Urusus-Schock.
by the way. Das stimmt, dass auch schon wieder aussieht. Ja, das er nutzt einfach Ursus Schock kurz vor dem Pangea Castle. Ja, aber man sieht auch hier, es ist einfach gebogen, das Schloss. Ich glaube, es ist nur von der Perspektive, das sieht nur so komisch aus. Ne, davor sah es jetzt nicht so aus. Ja, okay, also es ist legit so leicht geboren, vielleicht auch nur wegen diesem Ding hier, so, also durch die Welle. Er steht da und ja, wundert sich halt, warum. Also was heißt, er wundert sich? Er will sein Ziel erfüllen. Was immer Kummers Ziel ist, wir wissen es noch nicht. Aber die Person, die gegenüber von ihm steht, wundert sich, was er überhaupt hier macht. Ja, warum noch einer von den Revolutionsleuten noch übrig geblieben ist. Fragt sich natürlich in dem Falle der rote Hund. Wie hieß er nochmal? Was war? Na, warum einer von denen Naja, da steht doch hier, müssen jetzt da weitermachen, wo die Revolutionäre aufgehört haben. Ja, sag ich doch. Ist eins zu eins dasselbe. Ja. Also von daher. Und dann jetzt hier der rote Hund. Ja, genau. Ich vergesse den Namen gerade irgendwie. Akainu. Ja, danke. Ich wollte Sakatsuki sagen. Ja, ist ja auch richtig. Ach, scheiße, stimmt ja. Ich hab schon voll vergessen. Ja. Den Schaden, der dort angerichtet wurde, bla bla bla, ist unbezahlbar. Er labert irgendwas. Als ob er weiß, wovon er labert. So, weißt du, was ich meine? Vor allem. Man sieht tatsächlich zum ersten Mal so einen Guard, auch die Augen von so einem Guard, dass da so ein richtiger Dude drin steckt. Der sagt dann so: Flottenadmiral Sakazuki. Aber nein, was machen dann die Weltaristokraten? Tritt einfach so mit dem Fuß ihm auf den Kopf und wie so fast. Ich weiß nicht, was die Idee dahinter ist. Das ist, ich verstehe es auch nicht. Einfach nur zeigen, dass sie Macht haben. Unsinn ist. Ja. Ja, also auch hier von denen wird auch gesagt, du Miststück von einem Wachen, so. Hier, Akainu, ich wollte gestern Abend Lobster essen, ja, dann gab's es nicht, war leer, geh mal her. Was soll die Scheiße, Alter. Ja, ist noch nie passiert, bla bla, hier Mary Jo und deine Mutter, Alter. Ja, okay. In dem Fall in der Mind Dead, ja. Also man sieht hier wirklich eine Masse von denen, also da stehen. Das ist halt wirklich. Ja, das ist Wohngebiet. Dass sie überhaupt noch sich dahin trauen für Kuma, das ist halt schon ein bisschen verwunderlich. Ja, du weißt halt, wie es bei denen so ist. Die sind halt so schwach, aber die gehen halt einfach immer davon aus, dass halt jeder sofort bestraft wird, der irgendwas macht. Deswegen sind die halt in dem Sinne fearless, weil sie halt meistens nie irgendwas Schlimmes abkriegen. Die erfahren ja keine Schmerzen, kein Nix. Deswegen sind die halt auf eine dumme Art und Weise furchtlos. True. Du weißt doch noch, der Dude, also der früher Mjosgard war, der gestrandet war, quasi lost war bei den Fischmenschen. So, die wollen ihn da killen und er sagt immer noch, dafür werdet ihr bezahlen und so, obwohl er eigentlich ist halt krank. Genau, sie befehlen halt dementsprechend Akainu, dass der Kuma den Tyrannen töten soll. In dem Fall eigentlich auch exekutieren, also halt, ja, töten. Vor allem, die bezeichnen ja immer noch als Sklave. Ja. Ja. Akainu dann in dem Fall, naja, guck mal, wenn ich dich nicht befehlen kann, dann ist es halt in dem Fall so, dann bist du halt Geschichte. Im Hintergrund hörst du noch dann in dem Fall, also nicht im Hintergrund, Entschuldigung, dann hörst du nochmal von ihm halt, dass das nicht erlaubt sein kann. Er ist halt eine Gefahr für alle, er rennt halt durch die Gegend. Und eigentlich seine Persönlichkeit sollte schon vor Jahren gelöscht worden sein. Kuma ist aber auch absolut angeschlagen aus in der Szene, also auch an der Stelle. Ich habe das Gefühl, dass Kuma doch noch so ein bisschen Menschlichkeit hat. Ja, also ich glaube, dazu kommen wir gleich bei den Theorien, wa? Ja. Genau, Akainu fragt genau das, was uns eigentlich alle schon seit ungefähr fast, glaube ich, einem halben Jahr beschäftigt. Mehr als ein halbes Jahr. Wo in der Welt wandelt ein leerer Körper eigentlich hin? Also wohin willst du? Wandelnde Leiche halt quasi. Ja, eigentlich nur so ein Gefäß von einem Ding. Oder wie dann? This bitch is... Bitch? It's falling apart. Okay, Ja. Akainu schlägt dann mit seinem Hellhound zu, womit er, glaube ich, auch damals Whitebeard Das ist genau dieselbe Attacke. Ja, genau, womit er auch die Fresse von Whitebeard 1:1 nachgestellt, also oder auf der anderen Seite. Dann trinkt er aus dem Loch, du Spast. Ja. Und in dem Fall halt das Gesicht von Kuma halt halb demoliert. Das sieht man auch hier perfekt.
Und er sagt genau das, was wir eigentlich auch alle noch mitbekommen haben. Es scheint so, als würde noch Blut durch deine Venen pumpen. Ist halt auch wieder so ein Ding, ob es jetzt Blut oder Öl oder sonstiges ist. Kuma versucht wegzurennen in dem Moment, aber Akainu schafft es, ihn noch zu verletzen. Die Frage, hat er so seinen Fuß verloren quasi oder so ein Teil vom Bein? Also viele sagen, er hat hier seinen linken Arm verloren, weil man den nicht mehr so ganz sieht. Vielleicht wurde er auch nur kurz da gestriffen. Aber ich glaube, sein Fuß hat auf jeden Fall verloren, weil man sieht, dass er noch... Also Kuma empfindet halt noch Schmerz, das ist ja gerade das Komische. Er ist ein Cyborg oder sowas ähnliches. Ja, das ist ja schon länger. Aber Schmerz empfindet er trotzdem noch. Und man hört nur so... Er ist weg. Einfach weg. So. Jetzt aus kommt nochmal ein Flashback. Genau, ein Flashback halt dementsprechend, wo Akainu halt Bonnie noch damals gefangen hatte. Ja, das war hier, ich habe tatsächlich mal nachgeguckt, das war glaube ich Kapitel 588. Und das war kurz nach hier in Marineford. Und da, wo halt eigentlich ja sie gefangen genommen wurde und ihre Crew von Blackbeard. Weil Blackbeard sieht Akainu ankommen und macht sich in die Hosen und haut ab. Und dann treffen die halt aufeinander und jetzt kommt halt quasi das eigentliche Gespräch, was wir ja damals nicht erfahren hatten. Ja, also dementsprechend sagt auch Akainu, es ist egal, wie viel du rumholst, Kuma ist, ich habe das Wort auf Deutsch vergessen, Consciousness wird... Bewusstsein? Danke, Bewusstsein wird so niemals zurückkommen. Er hat halt sich selbst geopfert, eine Waffe zu werden, also wirklich einfach nur eine Waffe, kein Mensch, komplett Cyborg-Waffe. Bonnie dann dementsprechend bezeichnet es als Lüge, er würde niemals was machen, bla bla. Wir wissen jetzt alle, was passiert ist. Er hat es dementsprechend ja selber gemacht. Also er hat's anscheinend, auch, ja. Denn Vegapunk hat es ja auch gesagt. Genau, er hat Vegapunk das so gesagt. Ob es halt stimmt, ist eine andere Sache. Na, also es kann ja natürlich sein, dass Kuma dann seine Erinnerung wieder zurückbekommt aus dem Raum da. Das wäre interessant. Weil wenn die jetzt einfach so verschwinden würde, wäre es ein bisschen komisch. Ja, also wenn jetzt ganz ja, mehr zu Kuma gleich. Daraufhin halt dementsprechend auch diese Weltaristokraten so, wohin ist Kuma? Du hast ihn fliehen lassen und du nennst dich selbst Flottenadmiral. Gibt's auch Elke zu Hause, Akainu vor allem ignoriert das einfach. Ja, Akainu ignoriert, das stellt sich die eigene Frage, so, wo könnte er nur hingegangen sein? Du hast dann dementsprechend deinen Willen und deinen Verstand verloren. Oder dein Gedächtnis sind eigentlich in dem Fall. Und wo willst du als Puppe eigentlich noch hin? Das ist halt so die Frage, die eigentlich jeder sich stellt. Ja, ja. Und seitdem er dann halt eigentlich auch von Kamabaka Queendom weg ist. Kamabaka Queendom weg ist, genau. Dann sind wir wieder weg, Cat. Yay, wir sind wieder zurück bei den Eiern. Die Sea Beasts wurden dementsprechend zerstört. Ja, die sind so gut wie am Arsch, ja. Also ich glaube sogar alle in dem Falle, weil so richtig gab es keinen mehr. Dementsprechend sind auch jetzt die Marinesoldaten auf Eckert drauf. Aber sie sind erstmal noch auf der unteren Fläche. Ich glaube da, wo Sentomaro noch war. Ja, trotzdem, es wird langsam problematisch. So. Ja, also ich weiß nicht, ich hoffe... Ich will eigentlich fast nicht wissen, was mit Sentomaro eventuell passiert, was hier Saturn sich so denkt, was mit ihm passieren soll. Also, würde ich mir auch Sorgen machen um Sentomaro, weil, ne, ja. Saturn fackelt jetzt nicht so lange mit seinen Befehlen. Nicht wirklich. Auch letztlich mal bei irgendeinem Schiff hat er ja auch gesagt, ja, versenkt sie und so weiter, ohne zu zögern. Also Saturn ist schon schlimm. Du bist einfach crazy. Also dementsprechend, wir gehen uns jetzt über die Wolken, in diesen Lab, dieses Labor oben. Ja. Dort befindet sich immer der Kampf zwischen Kizaru und Ruffy. Ruffy setzt Gear 4 Snake Man aber ein. Ja. Und Kizaru dann dementsprechend, ja, man kann es eindeutig sehen, du bist der Typ, der Kaido zur Strecke gebracht hat. Was, ja, schon ein Kompliment ist irgendwo. Ja. Kizaru lobt ihn eigentlich auch gefühlt nur. Also du bist tough und trotzdem, wundert es ihn halt, dass so Piraten wie er Vegapunk beschützen wollen. Ruffy rasselt halt aber dann so ein bisschen aus und stellt die Gegenfrage, warum willst du den Apfelmann Großvater Opa Apfel töten, was? Dann Kizaru teleportiert sich weg. Ja. Ruffy denkt sich so, what the fuck, so wie weit nach oben fliegt er bitte? Und dann sagt Kizaru, aber ist nicht unbedingt so, dass ich ihn töten will. Ich kenne nämlich Vegapunk schon sehr lange.
Und dann fliegt er irgendwie wieder runter und sagt, jetzt geh mir aus dem Weg, denn vor allem, Speed is power. Er sagt ihm noch so, bitte geh mir aus dem Weg. Ja, so, irgendwo ist schon komisch, es geht aber trotzdem so höflich zu seinen Gegnern. So. Ist aber immer so. Und der Dude wirkt halt immer so voll gechillt, so, bis man ihn immer in der Ruhe bringt. War höchstens hier in diesem Film, der nicht Kanon war, gegen Z. Wo Z dann so crazy shit macht und dann Kizaru so, oh, so schockiert ist. Ja, okay, aber da wurden auch gefühlt Atombomben eingesetzt. Das war also Zs Stärke von diesen Atombomben-Dinger. Also und sonst nicht ist Kanon. Kizaru schon, auch selbst gegen Whitebeard war eigentlich gechillt. Selbst also, gegen Rayleigh war er gechillt. Ja. Selbst gegen Ben Beck. Okay. Ja, bei dem, Ben war das anders schlimm. Ja, das ist komisch. Er fliegt ja dann in dem Fall wieder zurück auf Ruffy und kickt ihm so hart eine rein, dass man ihn für die nächsten paar Minuten nicht mehr sehen wird. Aber auch leider so hart, dass er durch die Vegaforce 1 durchbricht und sie komplett zerstört. Was eigentlich schade ist, weil Vegaforce 1 war anscheinend mit die beste Erfindung, die Vegapunk hatte. Ja, und Kizaru hat nämlich wieder so einen leichten Flash-leichte Erinnerung. So. Ja. In dem Fall die Erinnerung, wo es die Vegaforce 1 endlich fertiggestellt wurde, aber jetzt ist er halt zerstört. Genau, ist eigentlich auch schade. Frankie, Bonnie und so fliegen halt da runter. Und, also fliegen von dem Vegaforce 1 weg. Ich glaube, die waren ja mit auf dem Schiff noch drauf. Ja. Schiff hat zum Glück überstanden. Genau, weil die halt nochmal auf diesen Bouncy-Wolken da drauf sind. Ja, zum Glück. Von daher passt es in dem Falle. Lilith ist halt in dem Fall so, Leute, rennt, denn die Vegaforce 1 könnte in dem Falle explodieren. Ja, das ist halt einfach. Kennen Sie noch dieses alte What the fuck? Boom! Kennen Sie noch das? Ja. Okay, das ist da gerade passiert. Genau. Und dann sagt sie noch, damn it! Die 01 war unser traumhafter Roboter. Damn quasi, shit! War unser Lieblingsroboter und so weiter. Und dann aber natürlich Frankie so, damit lasse ich den nicht davon kommen. Jetzt ist Sunny wenigstens gut, dann sagt er Kizaru, du Abschaum und so weiter. Und Kizaru steht jetzt vor Frankie und Bonnie. Ja. Kizaru ist so schlimm, Alter. Auch von Kizaru hat in dem Fall auch der Satz, dass Bonnie hat in dem Fall ein bisschen größer geworden ist. Ne? Kinder heutzutage wachsen echt schnell, wo man sich auch denken könnte, ist es ihre Fähigkeit oder ist es vielleicht irgendwie doch Wahrheit, dass er sie irgendwie auch als Kind kannte? Ja, ja. Ne? Weil in dem Fall kennen ja, glaube ich, fast alle Admiräle die Geschichte von Bonnie und Kuma. Ja, Akainu auch. Akainu weiß ja, dass sie seine Tochter ist. Hm. Ja, in dem Falle, von daher, man weiß ja nicht so genau. Ja, Bonnie wird mal wieder, die lässt sich auch. Kizaru ist auch immer so der Dude, er kann auch irgendwie die Leute. Also eigentlich ist er Akainu der Dude, der immer alle provoziert hatte, ne? Weißt du, mit Ace, das ist ja nicht gerade gut gelaufen. Aber in dem Fall wird Bonnie von Kizaru provoziert. Hat auch funktioniert. Ja, in dem Falle, sagt sie auch selber halt dann, dass sie anscheinend mitbekommen, also sie hat realisiert, dass jemand anderen als Ziel haben sollte. Ja, weil er eigentlich wollte eigentlich Vegapunk umbringen, genau, ganz lange. Nicht mehr Vegapunk in dem Sinne, sondern eigentlich jetzt anscheinend über die Marine in dem Falle. Ja. Ja. Aber Kizaru geht einfach nur aus dem Weg und sagt. Ja, er geht nicht. Also er nutzt seine Lichtfähigkeit, sagen wir es mal so. Ja, aber bei ihm ist er einfach so, er geht einfach easy aus dem Weg, der Dude ist halt so fast wie sonst was. Und sagt dann so, ich will dir echt nicht wehtun. Auch nicht andere alte Freunde, auch nicht. Mehr alte Freunde für diese Mission will er halt nicht verletzen und tritt sie einfach legit einfach komplett weg. Also es ist, Das ist halt so voll Sabaody so. Ja. Auch so wie er da steht, wieder mit seinem Kick. Ja, vor allem auch, dass Frankie halt erst später darauf reagiert, zeigt halt, wie schnell Kizaru eigentlich wirklich ist. Halt deswegen, ich sag halt auch so, also eigentlich ist Kizarus Fähigkeit ja auch broken so. Ja. Aber man wird, ich weiß halt noch, wie damals Rayleigh, ne, Kizaru steht da so mit diesem Fuß schon fast auf Zoro und will ihn so erledigen. Und dann Rayleigh blockt es so. Ja, Rayleigh und er blockt, er hat sogar hier Dingens, Yatano Kagami geblockt, während Kizaru sich am Teleportieren war. Schlägt er so mit dem Schwert dahin, mit Haki und so. Deswegen, ich will jetzt auch mal von Ruffy crazy shit sehen mit Haki und allem, so dass er. Am krassesten wäre es natürlich, wenn er den Kizaru eine mitgibt und er wird dann so nicht in seiner Lichtform, sondern in seiner menschlichen Form so. Ich meine, dafür ist ja Haki gut, ne? Was willst du auch bei Logia-Typen machen? Ja, naja, man sieht auch halt in dem Fall, kommen wir zurück zum Chapter. Bonnie würde halt in diese
Barriere reingekickt rein, theoretisch, oder halt in ja. Doch in die Barriere eigentlich weggeschossen, was eigentlich sogar fatal enden könnte. Also du könntest rein theoretisch versterben. Ja, aber wir wissen ja, sie wird überleben. Hoffentlich. Ja, doch. Genau, Frankie ist in dem Fall ein bisschen aggro und sagt, Kizaru, du Bastard. Nimm das! Take this radical... Wo ist er denn? Also er weg. Ja, also halt dementsprechend ist er verschwunden, aber Problem ist, dass Kizaru auf dem Weg ist zu dem richtigen... Entschuldigung, Vegapunk. Ja. Perfekter Cut dazu. Denn Vegapunk und seine Vegapunk-tastischen Satelliten haben es in dem Fall geschafft, den Code zu cracken. Daraufhin sagt Vegapunk, Eureka! Wir haben den Code geknackt. Take that, York, you fucking prick, you dumbass bitch, you fucking cunt, you dumm, Pumba. Ja. So, ja, ihr Bastard, habt's geschafft. Scheiß Genie, so nach dem Motto. Du bist ja selber eigentlich ein Genie, aber egal. Dumm. Ja, also in dem Fall, wir sehen nochmal hier Lysop in dem Fall mit Frankie reden, dass sie auch einen lauten Knall gehört haben. Und ja, Frankie sagt in dem Fall, dass die Barriere, also hier Vegapunk sagt so, Frankie ist die Barriere des Elbites. Hat die Vegaforce 1 quasi das Schiff jetzt schon auf die Rückseite der Insel gebracht und dann Frankie so, es gibt da ein kleines Problem, so nach dem Motto. Ja genau, und Kizaru kommt rein nach dem Motto. Eure Fluchtpläne werden jetzt scheitern, Vegapunk. Joho! Ach ne, falsch Charakter. ich muss mich entschuldigen, aber ich glaube, dein Traumroboter ist far off reach after what I did to it. Ja, um es mal so zu übersetzen. Zerstückelt, ja, zerbombt und weg. Ja. Also in dem Falle. Das Bild. In dem Falle, ja, Kizaru ist halt mitten im Raum gespawnt, so nach dem Motto, yo, was geht, so eine Art Kuma-Ding. Das ist eigentlich so wie damals immer bei Osada Odi auch schon so, er steht einfach plötzlich da und stellt, aber so ganz gechillt seine Fragen, so. Ich weiß noch so, diese Dudes, die mit dem Gewehr in seinen Kopf schießen wollen, was halt null gebracht hat. Und er dann stand dann nur so, wisst ihr vielleicht, wo mein Freund Sentomaru ist? Das ist wirklich, der Typ ist a bit different. Das ist immer noch legendär alles da mit Saru Odi und Kizaru, ich höre Jesus. Und typische Reaktion, also alle Pricks wundern sich halt so, wie kommt der hier aus der Brook? Der war so, joho! Schiff aus der Brook. Und ja, daraufhin halt Kizaru dementsprechend, bitte verstehe, das ist keine einfache Mission für mich, aber ich will das jetzt hier nicht in die Länge ziehen. Ja, er will es halt erstens nicht in die Länge ziehen, zweitens wäre es auch ein bisschen schmerzhaft auch für ihn. Deswegen will er es schneller hinter sich bringen. Ja. Mitten im Satz wird aber aufgehalten von einer Giant Gear 5 Ruffy-Form, die ihn durch die Wand packt und sagt, man, that really burns. Alle bei allen hier, außer bei Kizaru, also bei Nami, Usopp und bei Vegapunk, fallen schon wieder die Augen raus. Und bei den Satelliten, also auch bei Atlas, fallen so halt die Augen. Wie bei Kaido damals, wo so plötzlich die Augen einfach rausfallen, so cartoonmäßig. Außer bei Kizaru, was ein bisschen komisch ist. Ich wundere mich halt. Also war halt immer so der Joke, bei Kizaru ist nicht so, weil als er high war, hat er verrücktere Sachen gesehen. Nee, das passiert, glaube ich, bei anderen Drogen. Damit kenne ich mich nicht aus, was? Ja. Kizaru wirkt ein bisschen geschockt jetzt. Kizaru wirkt nicht, also ich glaube, Kizaru ist sehr geschockt, weil da bist du, also ist das, ne, ich glaube, also die wissen natürlich von Nika. Ja, die erkennen ja auch das abgebildete Bounty Poster, das abgedatete. Genau. Also er weiß halt ein bisschen, was der Sache ist. Ob er jetzt wirklich weiß, welche Frucht das ist, ist eine andere Frage, weil das sagen die fünf Weisen wahrscheinlich nicht. Ja, also Ruffy dann dementsprechend auch noch, du hast echt Nerven, mich so weit wegzutreten. Wir sind nämlich zweimal durch die Barrier. Und es hat ihn fast umgebracht. Also da allein schon, wenn es halt Ruffy schon umbringt, dann glaube ich schon, dass Bonnie... So durch diese Laserbarriere. Ja, ich glaube, Bonnie hat es auch safe, also überlebt, ja, aber halt die ist cow-dead. Ja. Man hört nur... Jetzt kommt was Schlimmes! Halten Sie die Fresse, man hört noch dumm, dut, da, da, dumm, dut, da, da, dumm, dumm, da, da, dumm, dut, da, da. Denn die Augen vom Roboter leuchten. Denn das ist anscheinend die Quelle des Roboters damals gewesen. Allgemein der Ancient Roboter Civilization, das... Das antike Königreich, ja. Der Herzschlag anscheinend von Nika, um es mal so auszudrücken, dafür gesorgt hat, dass die Roboter leben können in dem Falle, wenn es man so ausdrücken möchte. Und vor allem, das einzige Weirde ist halt, aber vielleicht gibt es dafür auch eine Erklärung, dass halt, also er war halt ja schon mal in der Gear 5 Form gegen Rob Lucky.
Und ich meine, auch wenn du zum Panel zurückgehst, das machen wir jetzt nicht, aber ich meine, auch wenn man zu dem Chapter zurückgeht, dass da eigentlich auch die Drums waren, das ist die Frage, kommt es auf die Range an? Oder es gibt noch eine andere Theorie, weil er jetzt in dieser Gigantenform ist, weil Joyber auch ein Gigant war. Also ja. Ist ein bisschen tricky, und was auch noch krass ist, wenn man sich damals, auch jetzt zuletzt ja im Anime, anguckt, bei Tsunesha sieht man ja dann plötzlich auch leuchtende Augen, nachdem der die Drums gehört hat. Und der Roboter, da leuchten die Augen genauso. Ja, ja. Also, ne, vielleicht hat es damit irgendwas zu tun. Gut möglich. So, da wird sowas aktiviert irgendwie. Und es gibt dann noch so eine Frage, so dieser Roboter hat ja angeblich vor 200 Jahren Mary Jo angegriffen. Hm. Bis plötzlich die Batterie ausging oder quasi der Strom ausging. Das ist natürlich die Frage, hat dann vor 200 Jahren irgendeiner die Frucht gehabt? Problem ist nur, die fünf Weisen und Tsunesha sagen, es gab seit 800 Jahren nicht mehr. Also von daher ist ein bisschen so tricky. Also warum zum Fick hat der Roboter damals angegriffen? Oder natürlich, der hatte da einfach noch genug Power und hat es deswegen gemacht. Wobei eigentlich auch die Frage ist, warum eigentlich erst vor 200 Jahren so, ne? Weil da war die Weltregierung ja schon längst. Also, ne, wo kommt dann der Roboter so plötzlich her? Ist auch ein bisschen. Ein paar Sachen sind dann noch strange. Auf jeden Fall, irgendwie scheinen die Drums den zum Leben zu erwecken. Deswegen habe ich auch eigentlich gar keinen Bock, so ewig zu warten bis auf das nächste Chapter. Zum Glück gibt es keinen Break. Es gibt gleich nächste Woche wieder das nächste Chapter. Sonst wäre es schlimm, wenn es jetzt noch 2 Wochen Break gäbe. Bei so einem Chapter. Ja, das ist eigentlich so fast die große Theorie, ne? Und jetzt ist natürlich die Frage so, wird der Roboter dann in den Kampf eingreifen? So schlimm. Was ich auch nochmal denke, ist, also wenn wir mal zu Kuma zurückkommen können, ja, ja, wovon ich halt ausgehe, ist halt, dass bei Kuma in dem Fall es so ist, dass er höchstwahrscheinlich sich nach Egghead begibt, ja. Ja, aber er kann halt nicht ultra weit sich teleportieren. Ja, also er hat nicht eine Warp-Warp-Frucht, sondern er kann vielleicht nur in eine bestimmte Distanz und kann halt dann durchfliegen zum Beispiel. Ja, ich meine, über die Redline, die geht halt legit so weit nach oben, da kannst du halt nicht durch, so. Die blockiert halt den ganzen Weg, deswegen musste er da so hochkraxeln und dann irgendwie. Und ab jetzt kann er halt einfach so weiter, weil es kein Hindernis mehr gibt. Ja. Das heißt, das ist natürlich jetzt die große Frage so, warum zum Fick? Es gibt auch die Theorie irgendwie, dass jetzt, dass die irgendwie so die Minds getauscht haben, dass jetzt irgendwie so Bartholomew's Bär in diesem Giant ist. Aha. Aber weiß ich nicht. Nee. Also, dass so seine Erinnerungen irgendwie in dem Giant drin sind. Weiß ich nicht, passt nicht so richtig. Wobei es halt schon ein bisschen so verdächtig ist, dass kurz nachdem die halt den Roboter finden, Bartholomew's Bär plötzlich losrennt. Ja. Ich meine nämlich, irgendwelche Leute haben auch irgendwie die Theorie gebracht, ja okay, weil Bonnie halt irgendwie durchgebrochen ist in diesen Memory-Raum. Und das war dann halt so ein Silent Alarm quasi. Und deswegen rennt er los. Aber das Problem ist, ich glaube, das war nachher mit dem Erinnerungsraum. Ich weiß es nicht. Ich glaube ja. Ich glaube, das war später. Deswegen passt es nicht so ganz. Also was ich halt einfach nur denke, ist halt, dass er dementsprechend immer noch vielleicht von Vegapunk irgendwo ein Secret-Signal bekommen hat. Dass er sich nach Eckert begeben soll. Weil seine Tochter vielleicht in Gefahr ist, so, ne? Also in dem Fall, dass er sich einfach beschützen soll. Und worauf ich mich halt natürlich freue, nicht nur hoffe, ist, dass wir neben der Marine, Strohbande, Vegapunk und Kizaru, alles Mögliche, halt wirklich Kuma sehen und halt nochmal die Revolutionsarmee. Ja, die werden wir bestimmt nochmal sehen. Aber in Egghead oder halt zumindest auf dem Weg nach Elbaf zum Beispiel auch. Ja, weiß ich nicht. Es wäre halt, weil ich erstens, ich will Dragon in Action sehen. Ja, zweitens, ich auch. Zweitens, ich will Action, also wirklich diese Action sehen, weil im Egghead wird so rein theoretisch ein noch größerer Krieg eigentlich jetzt gerade sein. Ja, vor allem gehen wir mal davon aus, er kommt jetzt so, weil es wäre nämlich gut, um so seine Story zu Ende zu bringen, er kommt so nach Egghead
was weiß ich, vielleicht kriegt er sogar nochmal seine Memories zurück. Es wäre natürlich umso tragischer, wenn nicht. Dann würde er es auf einer tragischen Note enden, also oder auf einer sehr tragischen sogar. Ohne Happy End für Kuma. Dann braucht er auch noch seine Backstory und so. Und wenn er dann da stirbt, dann, wenn das passieren würde und Dragon davon erfährt, dann geht's los bei ihm. Ja, ja, also klar. Dann setzt er sich selber in Bewegung und sagt so, let's go, I'm gonna kill these motherfuckers. Aber ich glaube, dann ist halt wirklich in Marineford absoluter Krieg. Ich habe dann, also ich, hundertprozentig, weil ich weiß nicht, ob auf Karambaka Kingdom auch informiert wurde, dass Garp gefangen genommen wurde. Weiß ich nicht. Höchstwahrscheinlich kann man ja mitbekommen, weil das Kopfhörer, nur die Nachrichten sind ja eigentlich tagesaktuell gewesen. Ja, das sind ja normale Nachrichten, ja. Von daher. Beziehungsweise da stand einfach nur Missing in Action bei Garp, ne? Deswegen, ich gehe mal stark. Also, was ich mich extrem freuen würde, ist, wenn Oda einen Plot reinmachen würde, dass die Revolutionsarmee Garp befreit. Ja, nur, die haben eigentlich keine Connection, so. Ja. Eigentlich gar keine. I know, aber also, ihn befreit. Oder irgendjemanden Garp halt befreit. Also, ich glaube nicht, dass die Marine jetzt nach Pirate Island geht und sagt, yo, die geplatzt, ihr seid ja gefickt. Ja, dürfen die ja auch eigentlich nicht, das darf ja nur Sword. Deswegen, also. Beziehungsweise Garp hat wieder einfach auf eigenen Befehl gehandelt. So, Sengoku hat ja schon wieder gesagt: Garp, du Prick, warum hörst du nie auf uns? Also, ich glaube sogar, dass ein Sengoku, wenn er so dort allein hingeht, selbst er verkacken würde. Der ist nicht mehr in seiner Prime. Ja, nee, Sengoku ist in 2 Jahren mehr gealtert als manche Leute in 30 so. Als Garp in 2. Ja, also Bartholomäus Bär ist immer noch mysterious, so. Man weiß immer noch nicht. Ich meine, Oda schiebt es auch irgendwie so nach hinten, so. Vegapunk hat ja schon gesagt, ja, Bunny, ich darf dir nicht sagen, warum er diese Entscheidung getroffen hat. Ich habe ihm geschworen, nichts zu sagen. Also der Einzige, der eigentlich was sagen kann, ist Bartholomäus Bär selber, so. Ja, ja. Also ich bin mal gespannt, wie das aufgelöst wird. Also, wie gesagt. Eigentlich muss er nach Egghead kommen, weil er sonst. Er muss und er braucht halt dementsprechend seine Erinnerung zurück und die wird er auch definitiv bekommen. Ich kann sie jetzt schon predikten. Wenn nicht, wäre es ein absolut dummer Plot, überhaupt seine Erinnerung in das Spiel reinzubringen. Ja, ich meine, weil die sind ja noch auf Egghead in diesem Raum, ne? Ja, aber auch allein die überhaupt zu erwähnen wäre absolut dumm. Eigentlich schon, ja. Ja, also die zu erwähnen und dann zu sagen, so, jo, er stirbt halt einfach dort, ohne die zu bekommen, ist halt absoluter Bullshit. Er soll es bekommen, er soll halt irgendwie noch. Er soll halt mitflüchten, weil er ist ein wichtiger Charakter allgemein. Ich kann mir aber schon vorstellen, dass er stirbt tatsächlich. Ja, aber er ist allgemein ein wichtiger Charakter gewesen und er ist es immer noch. Einer der wichtigsten ever. Er hat die Sunny beschützt. Er hat. Er ist ein Revolutionsarmee-Gründer. Ja, also. Er war ein Sieben-Samurai. Ein Sieben-Samurai. Er war einer der Sieben-Samurai. Ja. War der König vom Sorbet-Königreich. Er ist die Mutter von Bunny. Die Mutter? Oh mein Gott, ja, der Vater von Bunny, wow. Guys, we get a little bit drunk because of bitches. was? Sorry. Er hat eine Connection zu Sabo und alles. Er hat eine krasse Backstory. Wahrscheinlich, also muss ja. Er würde noch krassere haben, wenn sie rauskommt. Und, also der Dude ist halt wirklich. Vielleicht ist er auch ein Celestial Dragon so in der Hinsicht. Ja, das kann halt auch sein. Weil, also so wie es in dem einen Flashback von ihm ja war. In dem Flashback war allerdings ein Sklave von denen, ne? Ja, das Ding ist halt, vielleicht wurde er als einer geboren und hat sich wie der eine da halt herausgestellt, dass er doch eher ein guter von den Sissy Dragons war. Also Homing, ja. Genau, also dass er vielleicht ein bisschen der gute Sissy Dragon war und dann dementsprechend haben sie ihn versklavt und seine Familie auch gleich dazu. Ja, ich meine, wir haben ja gesehen, was Garling mit Mjolsgaard gemacht hat. Ja, boah, das war traumatisch. Ja, Junge, die sind alle so schlimm. Ja, da war, also als er jung war, war er nämlich ein Sklave der Weltaristokraten. Ja, die haben ihn halt da so abused quasi. Nur du weißt ja noch, liegt da irgendwie so und da sind da so die anderen und so. Weißt ja noch, Bonnie hat's ja auch gesehen. Und so weiter und so fort. Dann haben die ihn da so geschlagen mit, weiß ich nicht was genau. Das war halt krass. Und dann ist er ja auch noch part of a special race, das gibt's ja auch noch bei ihm. Das ist auch Alter. True. Also vor allem von seinen Spezies ist auch anders. Weißt du, wen ich auch nochmal brauche allgemein von allen? Was denn? Von den Charakteren, die eigentlich noch so auftauchen müssen, die eine Rolle spielen müssen? Ja. Orouge. Ja, ich weiß. Ich wette mit dir, Orouge und Kuma haben irgendwas gemeinsam. Vielleicht ja. Die Rasse? Ja, kann sein.
und vielleicht auch noch irgendwie ohne Verbindung bezüglich Religion, weil Kuma hat ja immer die Bibel bei sich tragen. Orochi ist ja auch so eher so der Mönch. Heißt er der Mad Monk? Ich glaube, war Orochi der Mad Monk. Ja. Aber an sich, so, da ist eine Bindung. Vielleicht ne, haben die was gemeinsam und Orochi an. Wir haben ja eigentlich jeden von den damaligen Worst Generations gehabt. Wir hatten, bis auf Orochi. Bis auf Orochi. Wir hatten ja selbst, wie hieß er nochmal? Capone Beige? Danke, Capone Beige war selbst noch da. In Whole Cake Island. Und Law, Kid, Killer und so weiter. Zorro Ruffy ist ja normal Standardding, aber so. Moment, wen gab es noch? Hawkins, Apu. Ja. Ja. Dann Bonnie und jetzt fehlt noch Orochi. Ja, er wird auch noch auftauchen, so. Was halt auch noch bei Kuma krass ist, so, wir haben halt die ganze Zeit so widersprüchliche Infos. So, die einen, selbst Jinbei glaubt ja, dass er damals ein Tyrann war, weil er hieß ja auch der Tyrann Kuma. Dann hörst du aber so Bonnie und die Erinnerung, dann ist er einfach so ein gutherziger Mensch. Und auch Sabo und die anderen sagen so, irgendwie, ich glaube, hieß er The Gentle Kuma und so weiter. Also, da sind so richtig krasse, weirde Gegensätze. So, die krasseste Theorie ist immer noch, dass er irgendwie gegen die Weltaristokraten ging. Was weiß ich, er hat irgendwie versucht, wahrscheinlich vielleicht um den himmlischen Tribut irgendwie so dem aus dem Weg zu gehen und da irgendwie zu gucken, dass sie nicht so einen Einfluss haben. Und dann haben sie vielleicht deswegen irgendwie die Propaganda verbreitet, dass er ein Tyrann ist oder dass er gestürzt wird. Dann haben sie wahrscheinlich noch herausgefunden, dass er zu den Revolutionären gehört. Dann müssen sie ihm ja irgendwie angeboten haben, für was genau weiß man nicht, vielleicht eventuell dafür, im Austausch dafür, dass seine Tochter halt nicht von denen genommen wird, weil die wollten sie ja auch haben eigentlich. Vielleicht im Austausch dazu. Und deswegen ist er das halt eingegangen mit dieser Waffe, dass er in eine Waffe umgewandelt wird. Vielleicht auch halt, um seine Tochter zu beschützen. Also es ist so schlimm mit Bartholomew, ich bin ganz ehrlich, es ist schon seit Jahren so schlimm. So, der Dude ist mit einer der wichtigsten Charaktere ever. Also, unnormal eigentlich. Ja, jetzt waren wir noch die ganze Zeit ewig bei Kuma, aber... na gut, das ist natürlich auch das Wichtigste. Was ich halt noch krass finde, ist hier so bei Sakazuki. Der Dude wirkt krass nachdenklich und nicht ganz so... wie soll man sagen... schlimm wie sonst. Er wirkt nicht ganz so aggressiv gegenüber ihm, so. Abgesehen davon, dass er ihm natürlich richtig krass eine reinhaut, aber also wenigstens so nachdenklich, so. Ja. Und dann wurde noch gesagt, die Irony von dem, was eigentlich Akainu sagt, dass er nur noch eine Marionette ist, weil Akainu ist ja selber eigentlich eine blöde Marionette dieser Pricks. Ohne es vielleicht selber sich klar zu machen, so. Ist ja so. Ja, ja, klar. Aber ja, so ist halt das System da irgendwie. Selbst Kizaru wirkt ein bisschen menschlicher. Wenn auch nur ein bisschen. Aber mal gucken, wie das da weitergeht mit ihm. Ja, sonst noch was? Das mit dem Roboter, wie gesagt, ist so ein bisschen weird, so warum er auch nicht jetzt anspringt, obwohl die Drums schon mal zu hören waren. Vielleicht halt wegen der Giant Form, okay, aber weiß ich nicht. Oder man muss halt irgendwie zweimal diese Drums machen, damit... Keine Ahnung, es muss ja irgendeine Erklärung dafür geben. Und dann bin ich mal gespannt, ob der Roboter da nicht... ich glaube, der hieß der Iron Giant. Ob der dann nicht on a Rampage geht dann im nächsten Kapitel. Das wäre natürlich krass. Und dann weiß ich nicht, ob man noch Kuma... Also ich glaube halt... Ich glaube, es ist mittlerweile relativ safe, dass der auf Egghead auftaucht. Weil Oda ist ja voll dabei, seine Story so in Richtung Ende zu bringen. Was halt auch perfekt passt mit Vegapunk und allem. Deswegen kann es eigentlich alles nicht mehr so lange dauern. Ja. Es gab auch noch was Krasses, was den Leuten aufgefallen ist. Nämlich, es gibt so ein Panel, wo Ruffy sagt, ich werde stärker werden als sie alle. Und dann sieht man da Sentomaru, Bartholomeus Bär und Kizaru auf Sabaody, so die drei. Und jetzt in Kapitel 1081, das Kapitel hieß Sentomaru. Mhm. 1091 hieß Kizaru. Und vielleicht gibt es dann 1101 irgendwie irgendwas mit Bartholomeus Bär.
Und da war es, nee, es war 1090, 1091 und 1092, glaube ich. Alle hintereinander weg. Nur, dass er nicht Bartholomäus Bär als Titel nehmen konnte, weil es gab schon mal beim Chapter, deswegen der Tyrann. Also, Tyrann Kuma Rampage through the Holy Land. Es gab zuerst Kizaru, dann Sentomaru, ja, dann so Kuma. War's, ja. Also in dem Fall vielleicht, ja, mal gucken. Bin ich auf jeden Fall mal sehr gespannt und dann bis zum nächsten Chapter, ne? Ja, jetzt sagen Sie doch was. Nö, denn ich bin ein verdammter Prick, ich muss nichts sagen. Ich bin mein eigener Herr und Meister, ich bin nämlich kein stupid Puppet mehr. Ich bin nicht so wie Kuma. Ich wollte gerade sagen, ja, jetzt habe ich es hingekriegt. Okay. Kuma ist trotzdem weniger Puppet gewesen als fucking Akainu und wie sie alle heißen. True. Kizaru vor allem auch, aber naja, gut. Ja, ciao, Leute. Now suffer the Ursus Shock. Jetzt habe ich vergessen, das zu zeigen, was ich. Okay, das machen wir gleich beim nächsten Video. Ciao. Ursus Shock.